Meine Lieben, hier spricht Annelie von Die Reise zu deinem Sein. Mein Sein hat mich aufgefordert, den Begriff der Einheit und den der Dualität, vor allem in Bezug auf Dualseelen, zu erklären. Dazu musste ich zwei Zeichnungen anfertigen, obwohl ich so etwas nicht sehr gern mache. Aber vielleicht tragen diese Zeichnungen zum besseren Verständnis bei und deshalb werde ich sie hier einblenden. Schaut sie euch einfach an und urteilt selbst. Ja, ich habe aufgefordert zu beurteilen. Haha. Im ersten Zeichenblatt kannst du alles sehen, was sich in der Dualität befindet. Nicht nur die Dinge, Pflanzen und Tiere auf der Erde, sondern auch zwei Menschen. Stellvertretend für 8 Milliarden oder so. Alles, was wir sehen oder mit anderen Sinnen wahrnehmen können, zählt zur Dualität. Also auch die Worte und Handlungen von Menschen und Tieren. Auch Dinge, die wir nicht sehen können, wie Gedanken und Gefühle, Ahnungen oder das Unbewusste unseres Verstandes. Dabei habe ich in rosarot die angenehmen oder positiven Gefühle eingezeichnet und in schwarz die unangenehmen oder negativen. Alle diese Gefühle entstehen aus unseren Gedanken, die auch zur Dualität gehören. Denn sie können auch positiv oder negativ sein. Alles, was zwei Pole hat, zum Beispiel gut und böse, zählt zur Dualität. Aus unseren Gedanken und Gefühlen entstehen Handlungen. Aus den positiven Gefühlen wie Freude oder Liebe entstehen positive Handlungen. Und aus den negativen wie vor allem Angst, aber auch Wut, Trauer oder Neid und andere entstehen negative Handlungen. Das erlebt jeder von uns auf dieser Erde. Nicht eingezeichnet habe ich auch den Ausdruck, der durch unsere Gefühle und Gedanken hervorgerufen wird. Also das, was ausgedrückt wird. Und was kreativ und positiv sein kann oder zerstörerisch und negativ. Zur Dualität gehört also alles, was unser Gehirn, also unsere Psyche betrifft. Aber auch die Energien, die aus den Chakren kommen, die Kundalini-Energie oder auch die Telepathie. Im Gegensatz dazu gibt es in der Einheit nicht viel. Das siehst du auf diesem Blatt. Nur Bewusstsein, das reine Bewusstsein, dass wir alle sind. Die Einheit ist alles, was ist. Also gehört dazu auch unsere materielle Welt in der Dualität. Die Einheit ist göttliche Liebe. Ich habe diese Liebe in Großbuchstaben geschrieben, um sie von der menschlichen Liebe, die aus unserem Gehirn kommt, zu unterscheiden. Wenn du aber genau hinsiehst, dann findest du ganz zarte, türkis gezeichnete, strichlierte Kreise am Zeichenblatt. Das sind die Seelen, die aus der Einheit entstanden sind. Sie sind zwar individuell und unterschiedlich, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und haben ein anderes Seelenalter und andere Lebensaufgaben. Aber sie sind natürlich, so wie alles in der Einheit, miteinander verbunden. Ein Teil von allem, was ist. Somit ist jeder Mensch eine eigene Seele. Ich nenne es das Sein. Wirklich jeder Mensch? Oder schaut es nur so aus? Damit das Gesetz auf der Dualität auch auf der Erde erfüllt werden kann, muss eine Seele zwei Körper mit unterschiedlicher Polarität versorgen. Das bist du und dein Dual. Da es im Bereich der Einheit keine Zeit und keinen Raum gibt, muss der andere Mensch mit der gegenteiligen Polarität nicht neben dir stehen. Du triffst ihn vielleicht niemals in deinem Leben
oder er ist gar nicht inkarniert. Wenn du ihn aber triffst, dann findet ein Erkennen der Seele statt und in den beiden menschlichen Körpern kommt es zu Angstreaktionen. Denn für die Dualität sind diese Art von Gefühlen viel zu stark, zu unverständlich und werden deshalb als gefährlich eingestuft. Das passiert erst nach einer Phase des unglaublich traumhaften Zusammenseins. Diese Phase kann, wie du wahrscheinlich weißt, kürzer oder länger dauern. Meistens ist sie eher kürzer. Und dann taucht bei zumindest einem Teil, einem der beiden Duale, die Panik auf und die Verbindung wird getrennt. Jeglicher Versuch, innerhalb der Dualität wieder zusammenzukommen, muss von Misserfolg gekrönt sein. Also auch das beliebte Heilen der psychischen Verletzungen oder der Ausgleich der männlichen und weiblichen Energien oder die Reinigung der Chakren. Was immer in unserer 3D-Welt unternommen wird, kann zwar unser Leben ein wenig besser machen, aber es trägt nicht dazu bei, die Dualseelenverbindung in der dualen Welt möglich zu machen. Die einzige Möglichkeit ist die, in die Einheit zu kommen. Das ist wohl auch das erwünschte Ziel. Es geht also um das reine Bewusstsein und das spirituelle Erwachen, das nur in der absoluten Gegenwart erfahren werden kann. Denn wo befindet sich die Einheit? Da es keine Zeit und keinen Raum gibt, ist die Einheit immer da, wo wir sie erleben wollen. So wie ich die durchsichtige Folie über das Zeichenblatt legen konnte, so kann jeder Mensch die Einheit sofort erleben, im Hier und Jetzt. Denn wir sind ja selbst unendliche göttliche Liebe. Wir müssen uns nur mit unserem Sein verbinden. Die Verbindung zu unserer Dualseele muss also in erster Linie in der Einheit stattfinden, indem wir uns mit unserem eigenen Sein verbinden, es erkennen und eine Beziehung damit aufbauen. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen unserer dualen Welt und der Einheit, dem reinen Bewusstsein. Die Aufgabe ist es, als Mensch der Dualität eine Verbindung zu meiner Seele herzustellen und beginnen, sie zu lieben, auch wenn das anfänglich auf ganz menschliche Art geschieht. Unser Sein wird uns göttliche Liebe zukommen lassen und immer deutlicher und deutlicher in unserem Leben in Erscheinung treten lassen. Das ist deine Aufgabe als Dualseele, wenn du einen Dualseelenpartner mit der anderen Polarität, wenn du den zurückhaben willst. Lerne dein eigenes Sein kennen und beginne dich immer öfter mit der Einheit zu verbinden. Nicht nur, dass es dir dann sofort besser gehen wird und deine Zwangsgedanken in Bezug auf deine Dualseele weniger und weniger werden. Nein, es besteht die Chance, dass durch die göttliche Liebe die Angst im menschlichen Körper deiner Dualseele nachlässt. Und was dann passiert, ist auch klar. Einem Zusammenkommen steht dann nichts mehr im Wege. Denn es war die Auswirkung dieser schrecklichen Angst, die deinen Dualseelenpartner davon abgehalten hat, eine Beziehung in der Dualität mit dir einzugehen oder fortzusetzen. Ich hoffe, dass meine Krickel-Krackel-Zeichnungen und die Erklärungen dazu ein wenig Klarheit in die Sache mit Dualität, Einheit und Dualseelen gebracht hat. Falls du Fragen dazu hast, kannst du sie gerne im Kommentarbereich stellen. Ich werde schauen, ob ich sie beantworten kann. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, drücke das auch bitte durch ein Like aus und überlege dir, ob du nicht auch den Kanal abonnieren willst. Wenn du die Glocke aktivierst, wirst du über neue Videos benachrichtigt.
Alles Liebe und bis bald, deine Annelie.